50er Bulldog und dahinter glaube ich ein 25er. Hawkeye sind alle beide. Sie haben beide den gleichen Hubraum. Sie unterscheiden sich nur in der Drehzahl. Der Vordere läuft ein klein bisschen langsamer als der Hinter. Der Hinter macht so 850 Umdrehungen maximal, der Vordere 750 Umdrehungen. Und das Ganze kommt aus sage und schreibe 4,7 Liter Hubraum auf einem Zylinder. Und den kann man mit der Hand anschmeißen. Entweder mit dem Lenkrad, wie bei dem ist, das zeigen wir gleich mal, oder hier mit der Anbruchscheibe. Diese Maschinen sind entwickelt worden zu Beginn des vorigen Jahrhunderts nach dieser Entwicklung des Gluhkopfes aus Ungarn. Die Ungarn haben damit Schiffsmotoren gebaut und der Huber, der Schiffskonstrukteur von der Firma Lanz, hat in den Jahren 1916, 17, also im Ersten Weltkrieg, versucht, den Gluhkopfmotor für Fahrzeuge, für Trecker einzusetzen. Man hat damals einen Bulldog gebaut. Und zwar deswegen heißt das Ding Bulldog, weil hier vorne so komische Löcher drin sind, immer drauf zum Anheizen. Da waren noch keine Klappen davor. Und irgendein Mitarbeiter von der Firma Lanz hat gesagt, das sieht aus wie eine Bulldogge, die da vorne guckt. Und daraus ist der Name Bulldog entstanden. Ein Einzylinder mit 4,7 Liter Hubraum und liegenden Kolben. Und der wird von Hand angeworfen. Das ist eigentlich gar kein Problem, wenn die Maschine in Ordnung ist und der Gluhkopf richtig heiß ist. Das ist das Entscheidende. Denn diese Maschinen haben eine ganz geringe Kompression und brauchen deshalb eine Zündhilfe. Sie kennen das vom Auto, da haben wir nur Zündkerzen. Bei einer Verdichtung von ungefähr 1 zu 10. Sie kennen das beim Dieselmotor, da haben wir eine Verdichtung 1 zu 20. Da wird die Luft so hoch verdichtet, dass sie heiß genug ist, um den Kraftstoff zu entzünden. Bei diesem Gluhkopfmotor haben wir einen Teil des Zylinderkopfes hier unten drin, der nicht wassergekühlt ist. Daran entzündet sich der Kraftstoff von innen. Ich weiß mal an, sonst wird die Maschine zu kalt. Mit wenig Strom kommen sie angeschüttet gegen die Drehrichtung. Dann erfolgt die erste Zündung und dann schmeißt sich die Maschine im Prinzip selbst an. Läuft jetzt etwa mit 200 Umdrehungen in der Leerlaufdrehzahl. Von dieser Seite ist die Schubkraum abgenommen, weil die Maschine gleich vor den Dreistaaten gestellt wird, und dann wird sie drehen, um den Dreistaaten dann über eine Fahrtrichtung anzugreifen. Ein Bulldog der späteren Generation aus den 50er Jahren, der Hochrad-Bulldog oder der Altweg-Bulldog, dreht auf die große Vorderachse, damit er über ein Heuschrad fahren konnte und dann sich dann zusammenschlug, damit er die Bodenfreiheit größer wurde. Diese Maschinen gab es auch in der Drehbalken. Aha, jetzt haben wir die aufgepasst, jetzt haben wir verbuttert, da haben wir wieder vorwärts. Ein Wort dazu, die ersten Bulldogs sind in den 20er Jahren, hatten nicht mal einen Rückwärtsgang. Wenn man damit rückwärts fahren wollte, musste man den Motor einfach umsteuern, damit er rückwärts geht, dann sollte man auch rückwärts fahren. Man hatte dann entsprechend auch ein Tier oder die Bedenken eingebaut, aber rückwärts. Wenn man bei den Aufkurven passte die auf, später hat das dann sowas ab, der Fuß über die Hände von alleine rückwärts und wurde seine Geschwindigkeit dann rückwärts. Okay, ja, Dankeschön. Man sieht die gleiche Maschine nochmal, nur in etwa größerer Drehzahl, in der in der Fülle, also bei etwa 850 Millionen Umdrehungen und damit eine etwas größere Leistung. Hier haben wir keine Einbruchscheibe. Ganz langsam. Das ist
Der war nicht das erste Mal, wie er das auch schon mal passiert. Nicht tot zu kriegen.
So, wir haben wieder einen normalen Bulldog von Bernhard Goldmann. Sehr schön restauriert, vor allem in dem ursprünglichen Grau. Und bis zum Ende des Krieges wurden die Bulldogs auch ausgeliefert. Es sei denn, irgendeiner hat einen besonderen Wunsch und wollte seine Maschine besonderen Farbe haben. Wie so manche Firmen mit Funkfirmen ihre Fahrzeuge alle den gleichen Farbton haben, konnte man natürlich auch die Farbe ihrer Zeit unterschiedliche Farben haben. Allgemein wurden die Grau ausgeliefert. In Kriegszeiten nur wieder wenige Rot, in den letzten x Jahren. Und nach dem Krieg, also nach 1945, wurden die meisten Bulldogs dann auch blau ausgeliefert, das typische Lanz-Blau. Aber der ist sehr schön mit dem Grau erhalten. Man sieht auch nicht gleich jeden Renkweg drauf, vor allem jeden Ölweg. Das ist ja das Problem bei diesen Maschinen, dass sie auch nicht hundertprozentig abgedichtet waren. Ein Teil des Öles lief einfach außen raus und tropfte runter. Da hat man gar nicht so drauf geachtet. Heute darf die Maschine natürlich kein Öl mehr raushalten. Wenn Leute zum Schiff fahren mit ihrem Fahrzeug und wollen den Schiff verlängern lassen, ihr Auto sucht, dann geben sie einfach die Verlängerung nicht. Das war damals gar nicht so kritisch. Man muss auch dazu sagen, dass die Öle zu damaliger Zeit nicht legiert waren. Es waren Mineralöle, die aus der Erde kamen und auch wieder in die Erde reingingen, die sich auch selbst auflösen. Heute bei den hochlegierten Ölen sieht das natürlich ganz anders aus. Gib mir mal den Lenkrad. So, ich will mal versuchen, dass ich anlege. Hier haben wir einen weiteren Bulldog aus dem Hause Lanz, nämlich die letzte